Ja, das sieht sehr vorsichtig aus. Aufpassen, das kommt ja eben dann noch dazu, wenn du Läuferinnen um dich herum hast, dass du auch das noch beachten musst. Da ist sie vorbeigegangen, Laura Dahlmeier. Fällt mir richtig gut. Kämpft hier, ja. 45,6. Stark. Ja. Hat 5 Sekunden gut gemacht. Ja, klasse. Ja, und zwar auf Büchtern. Also nicht auf irgendwen, sondern auf die Führende im Augenblick. Ja, ja, wunderbar. Ja, Laura Dahlmeier. Vielleicht demnächst auch ein Begriff für Tora Berger. Nils, bitte, hat sie am Mikrofon. Ja, wir gratulieren zum 18. Podestplatz in dieser Saison und zu einem tollen Rennen. Wollen wir hören, welche Erfahrungen sie heute gesammelt hat. Congratulations for the 18th podium in this season. This was what Magdalena Neuner made last year. What was your experience today? Oh, it was really, really hard today. I don't think I should do so great races today because it feels really bad. But I think it was the same for everybody today. Yes, I tried to fight with myself, especially on the last loop. And yes, I think I do. Yes, okay, races. Thank you very much. Also sie hat gesagt, also heute fühlte sich das, wie alle anderen Athleten es auch schon bestätigt haben, unheimlich hart an, vor allen Dingen auf der letzten Runde. Und sie hätte nicht geglaubt, dass sie ein doch so gutes Rennen noch würde abliefern können bei diesen schwierigen Bedingungen. Aber für sie ist, auch wenn sie mal nicht gewonnen hat, die Sache okay. Ja, und so ein Podiumsplatz, den nimmt man doch auch gerne, auch wenn es schwierig war. Ja, da haben sie schon die Faust noch mal kurz gesehen. Und um auf die Podiumsplätze noch mal zu kommen, einer fehlt ihr jetzt noch. Dann würde sie Magdalena Forsberg einholen, die andere Magdalena, die Überläuferin, und bei einem weiteren Podestplatz den Rekord haben, alleine. Denn 20 Podestplätze, das hat überhaupt noch niemand geschafft im Damenbiathlon. Ja. Besser hin's, ja. Zum Stehen schießen. Sehen wir sie jetzt nochmal. Hat hier eine Finnin überholt. Ja, das macht ihre Sache gut. Die Vanessa bis hierhin. Jetzt nochmal ein fehlerfreies Schießen. Das wäre ja ein Ding. Dann hätten die zwei Jungen hier wirklich überzeugt mit unserer Newcomerin oder Umsteigerin Evi Sachenbacher. Stehle dann auch noch eine dritte, die hier überrascht hätte. Und dann darf man wirklich auf die Staffelaufstellung morgen gespannt sein. Es ist davon auszugehen, dass Miriam Gössner und Andrea Henkel gesetzt sind. Den Rest werden wir mal sehen, wen die Trainer ins Rennen schicken werden. Von der Strecke. Na, jetzt warten wir erstmal. Ja. Warten wir erstmal. Ja, jetzt. 2 Fehler. Ja, schade drum. Schade, ja. Eine, der war dann doch zu viel. Schade für Vanessa Hinz. Hat sie sich eine gute Platzierung am Schießstand versaut. Und die läuft hier wieder Teufel. Ja, ja. Laura Dahlmeier. Sieht noch gut aus. Ja. Ja, schau dir an, wie sie läuft. Die läuft jetzt gegen Heunisch. Die hat sie schon überholt. Deutlich überholt bei der letzten Zwischenzeit. Eigentlich läuft sie jetzt schon gleich gegen Evi Sachenbacher. Ich weiß nicht, ob sie das noch schaffen kann. Aber ein Top-8-Rang wird es auf alle Fälle. Ja, wie in Oslo, da war sie im Sprint ja 7. Gleich bei ihrem Debüt im Weltcup. In einem Rennen 10. dann in der Verfolgung. Da hat sie ja schon zweimal überzeugt mit Top-Rängen. Und das bestätigt sie hier. Klar, sie hat dieses Einzelrennen, das Schwierige, nicht in den Knochen. Das kann ihr vielleicht zugutekommen. Ist egal. Ja, ja. Es ist egal. Egal ist wie, absolut. Nehmen es gerne. Ja, ja, das ist schon überragend, die 19-Jährige. Vor allem die letzte Runde hat sie sich super eingeteilt. Schau mal, jetzt kommt die Zeit. Domracheva, die geht noch weg. Ist klar, Evi Sachenbacher ist die Nächste, die sie ins Visier nimmt. Das wird nicht ganz gehen. Aber vor Gregorin sollte sie schon kommen. Und das sind schon große Namen. Jetzt geht sie noch mal rechts raus. Sie weiß natürlich, um was es hier geht. Aber sehr gutes Resultat für die deutschen Damen. Klasse. Also, 7. Platz für Laura Dahlmeier. Hinter Evi Sachenbacher-Stehle.
richtig gut. Dort, wo wir sonst Andrea Henkel und Miriam Gössner erwarten. Jetzt also Evi Sachenbacher-Stehle auf dem sechsten Rang. Laura Dahlmeier ausgepumpt, aber sicher ganz happy mit einem weiteren Top-Resultat. In Oslo siebte, jetzt hier auch siebte. Wir müssen mal schauen, ob da noch jemand dieses Resultat gefährden kann. Ich glaube es kaum, fast nicht. Na, da kommt, glaube ich, nicht mehr viel. Elfte Laufzeit für die Laura Dahlmeier, noch vor Evi Sachenbacher-Stehle, aber nur ein paar Sekunden. Und eine ganz hervorragende letzte Runde, auf die bin ich ja gespannt. Ja, fünfte auf der letzten Runde. Ja. Nur 6,9 Sekunden hinter Kaisa Mäcker-Rennen. Also die Renneinteilung perfekt von Laura Dahlmeier. Strahlendes Lächeln. Ja, ja, die wird richtig happy sein. Und das muss man schon sagen, das ist schon beeindruckend. Wir sagen ja immer, wenn sie dann kommen in den Weltcup, plötzlich die großen Namen drumherum. Das scheint ja alles überhaupt nichts auszumachen. In Oslo schon und jetzt hier geht es gleich so weiter mit Laura Dahlmeier. Also das ist richtig gut. Und Michela Ponza, die Italienerin. 34 mittlerweile. Kommt hier ein auf dem 33. Rang. Hat sich aber doch noch eine Medaille geschnappt mit der Staffel in Nove Mesto mit dem dritten Rang. Tja, ja, Laura Dahlmeier und mit der 82 hier Katerina Lirieva. Gestürzt war im Einzel, hat sie nicht sonderlich irritiert, hat sie danach erzählt. Ist sowas nicht. Gut geschossen hat sie. Alle 10 Scheiben getroffen. Dann kommt sie jetzt im blauen Anzug. Und läuft hier um eine sehr ordentliche Platzierung. Unter den Top 15, das sind ja immer so diese Schnittstellen. Top 8, Top 10, Top 15, Top 20. Gradmesser für die Trainer, für die Athletinnen. Die Claims, die da abgesteckt sind. Ja, hier sieht man den Schneefall und der Schnee. Wenn du nicht in dieser Spur fahren kannst, der stockt natürlich. In der Spur ist es spiegelig, ist es schnell. Wenn sie jetzt aber kommt und raustreten muss, dann wird es gleich viel langsamer und dann kann es auch schon mal stocken. Vanessa Hinz, sie war 2 Minuten und etwas zurück. 2:14 waren es nach dem Schießen. Rang 50. Ja, sie kämpfen alle auf dieser letzten Runde. Das tut richtig weh. Das geht in die Oberschenkel. Also 44. Rang für den Moment für Vanessa Hinz. Und wir können mal hören, wie es Miriam Gössner ergangen ist. Miriam, wenn wir in den kleinen Ergebniscomputer gucken, sehen wir mit Abstand die beste Laufzeit bei Ihnen. Leider 3 Schießfehler. Werden Sie mit dem Schießstand bis zu den Olympischen Spielen auch irgendwie noch gut Freund? Auf jeden Fall. Ich glaube, den Liegenfehler, den habe ich selber verschuldet. Der ist mir kurz ausgekommen. Die 2 stehen auch. Ich habe hier eigentlich, obwohl man es jetzt vielleicht nicht so glaubt, ein gutes Gefühl am Schießstand. Und ich bin mir ganz sicher, dass ich das bis nächstes Jahr total im Griff habe und dass ich mich auch läuferisch nochmal weiterentwickeln kann. Und ja, ich freue mich total auf Sochi hier nächstes Jahr, weil wie gesagt, die Strecken, die liegen mir total und es wird Spaß machen, auf jeden Fall. Läuferisch läuft es ja eigentlich schon ganz prima. Wie ist denn das mit dem Schießen zu machen? Ganz viel einfach schießen im Sommer? Ist das so simpel, wie es klingt, das Geheimnis? Nee, ganz einfach ist es nicht. Ich habe ja viel geschossen. Es liegt noch so an ein paar anderen Sachen auch. Und, mal schauen. Zum Beispiel? Ja, ich weiß nicht, ich kann es jetzt so gar nicht sagen, aber ich hoffe, dass ich das natürlich dann noch in den Griff bekomme und dann schauen wir mal. Prima, vielen Dank. Katerina Jurjeva kommt hier ins Ziel, also 14. Rang für sie. Die 2011 zurückgekehrt ist nach einer Dopingsperre und Wolfgang Pichler gar nicht so begeistert ist.
dass sie so stark war im IBU Cup, dass er sie hier wieder in der Mannschaft hat. Es steht klar auf dem Standpunkt, wer einmal gedopt hat, sollte einfach nicht mehr mitmachen dürfen. Aber die Leistung zählt im russischen Team, völlig klar, ist ja auch richtig so. Und die harren hier alle aus. Bei diesem Wetter lassen sich hier nicht vertreiben. Bei zwei langen Rennen am Tag, den Sprint am Nachmittag der Herren, haben wir erlebt. Und diesen hier der Damen dann noch mit der Verzögerung eine halbe Stunde, weil der Nebel doch allzu stark war und man hier nicht allzu viel sehen konnte zeitweise. Marine Bollier, 25-jährige Französin. Durch den hell erleuchteten Wald. Unzählige Masten, die hier stehen. Und diese Wolken hier in grelles Licht tauchen. So, Laura Dahlmeier haben wir hier nochmal in der Abfahrt. Alles prima gemeistert. Auch weiter unten an der schwierigen Stelle haben wir das ja gesehen. Da ist sie super rumgekommen. Und jetzt steht sie bei Nils. Ja, herzlichen Glückwunsch. Tolles Ergebnis, Laura. Zweitbeste Deutsche hinter Ifi Sachenbacher-Stehle. Unsere Experten haben vor allen Dingen ihre Renneinteilung gelobt. Wie war denn der Plan? Also die Renneinteilung ist bei mir eigentlich relativ ähnlich immer. Ich versuche das ruhig anzugehen, am Skistand sauber zum Arbeiten und auf der letzten Runde wirklich nochmal zuzulegen. Und heute war es natürlich besonders schwer. Ich war von Anfang an kämpfen müssen. Ich habe nur gehofft, es irgendwie zum Überstehen, die Strafrunde zu vermeiden, weil die ist halt auch sehr langsam. Und ja, jetzt bin ich froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben ja in der letzten Runde, wo die meisten abbauen logischerweise und die Quittung kriegen für diese anspruchsvolle Strecke, sogar noch mal 16 Sekunden aufgeholt. Das Einzel haben Sie ja ausgelassen. Welchen Eindruck haben Sie denn von dieser Strecke? Hier werden ja die Olympiarennen stattfinden. Für Sie war es eine Premiere heute. Die Strecke ist wirklich brutal. Also aus dem Grund habe ich auch den Einzel auslassen. Ich habe mich sehr kaputt gefühlt nach Oslo und habe gewusst, dass wir da in der Höhe sind, dass die Runden wirklich anstrengend sind, viele Abfahrten, steile Anstiege und deswegen habe ich mich mit den Trainern eben dazu entschieden, den Einzel auszulassen und ich glaube, es war ganz gut. Ich habe heute noch genügend Kräfte gehabt für den Sprint und eventuell auf 4 morgen dann nur die Staffel. WM, Staffel, Oslo und jetzt hier, fühlen Sie sich im Weltcup schon so richtig zu Hause jetzt? Ja, richtig zu Hause nicht. Aber man wächst da immer mehr rein und ich fühle mich doch wohler. Man merkt, dass es eigentlich doch bloß Biathlon ist oder Sport. Also es ist alles ähnlich und man wächst da schon mit rein. Ich denke, zu Hause haben viele Leute auch die Daumen gedrückt, oder? Ja, auf alle Fälle. Ich möchte jetzt auch ganz gerne noch jemanden grüßen. Es wäre jetzt überfällig. Also HMLAA an alle Kletterer und Freunde, die mich unterstützt haben. Na gut, wer auch immer das ist. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Okay. Klingt auch alles sehr vernünftig von Laura Dahlmeier. Prima Herangehensweise, wie ich finde. Findet sich toll ein in dieses Weltcup-Team und hat da gute Chancen wirklich mit dem Potenzial in den nächsten Jahren dabei zu sein. Vanessa Hinz im Ziel, am Ende ein 40. Rang, hat sie noch ein paar Plätzchen gefressen und gut gemacht. Das wäre jetzt ein Pünktchen. Den sie für diesen Platz bekommen könnte, wenn da nicht noch jemand käme und sie auf den 41. verdrängen würde. So, dann schauen wir nochmal. Also in aller Ruhe drauf. Zweiter Weltcup-Sieg für Magdalena Kviston mit 33 Jahren. 6 Jahre nach dem ersten. Anastasia Kuzmina, die zweite vor Thora Berger. Auf Rang 3 Marie-Dorin Aber vierte und Daria Dombratscheva dann. Danach Efi Sachenbacher-Stehle auf dem 6. Rang und Laura Dahlmeier auf dem 7. Rang. Überragend die beiden Ergebnisse, kann man nicht genug unterstreichen und mit genügend Ausrufezeichen versehen. Miriam Gössner mit den 3 Fehlern, noch 13. mit der sehr, sehr guten Laufzeit.